Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 2. März, 2. Mai. Mai. Ja, ich habe einen Monat fett, kann man sich ja täuschen. Ja. 2. Mai. Ja, und heute Geburtstag hat David Beckham. David Beckham hat Geburtstag. Da ist er. Fand ich immer kacke, den Typen. Nee. Auch als Fußballer doch. Also ich fand den so dolle. Ja. Später schon gar nicht. Ja, hat dann das Neueste von Spice Girls. Ja, gut. Die Victoria. Ne? Klappergestell da. So. Aber hier bei Manchester United, was die wenigsten wissen, bei Manchester United spielt er seit, oder hat er 1992 angefangen und wurde 1995 mal aussortiert. Weil sie gesagt haben, nee, das mit dem David, das wird nichts. Nee. Da haben sie ihn nach Preston North End verliehen. Ach so. Also, das war so Ende seiner Karriere sozusagen. So, dann haben wir so, hier komm, kickst da mal ein bisschen mit, hat glaube ich 5 Spiele gemacht. Kam wieder zurück und dann sagten die, mein Gott, ja, machst du halt ein bisschen mit. Und dann ging die Karriere durch die Decke. Ach so, das war der Anfang der Karriere von ihm? Ja, ach, ich dachte, er ist gerafft? Ja, nee, 92, wie gesagt, ach so, bei Manchester United angefangen. 95 haben sie gesagt, komm, geh mal ein bisschen Fußball spielen. Aber ja gut, aber den Philipp Lahm haben den Bayern ja auch erstmal ausgeliehen an Stuttgart. Und Hamburg auch. Das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall in Stuttgart gekickt. Ja, aber so was, Manchester United, eine rasende Karriere gemacht, danach zu Real Madrid, LA Galaxy in den Pausen ausgeliehen zum AC Milan und zum Schluss nochmal richtig Kohle abgesteckt bei Paris Saint-Germain. Ich glaube, der hat viel Spiel falsch gemacht. Saint-Germain. Ja, jetzt demnächst dann, glaube ich, so, was er dann gemacht hat, war so ein Fußballclub gründen in Miami. Der war doch bei der WM, war er mit dabei, irgendwie, glaube ich, 2014 oder nee, 2010, als die Deutschen doch die Engländer da rausgehauen haben. Mit diesem Tor da, Bella Fonte, wie heißt denn das? Das Tor, es gibt doch das Wembley-Tor, ja, wo die Deutschen das Tor gemacht haben und es wurde nicht gegeben. Und dann, wo der Neuer im Tor stand und der Garrett, oder wie heißt er, hat doch das Tor gemacht, dass dann irgendwie das Meter hinter der Linie aufkommt und der Schiedsrichter hat es nicht gegeben. Belfontaine. Sag mal, Weltmeisterschaft. Ja. Deutschland gegen England. Das ist doch gar nicht das Thema. Wir reden noch. Ist doch egal, aber ich will es jetzt gerade mal klar machen. Ist doch scheißegal. Erzähl mir doch mal lieber, was 1936 war am 2. Aber weißt du nicht, von welchem Spiel ich rede? Die Engländer haben das Tor gemacht und dann ist es. Und der Engländer, das war das Wembley-Tor der Engländer sozusagen. Mhm. Weißt du das? Und da hat der Beckham. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Aber du könntest ja immer in die Comments schreiben, was der Sascha meint. Schreib's mal. Ich könnte mich gerade aufregen, dass du als 1936, 2. Mai. Ja, da wurde von Sergei. Ja, sag's. Ja? Prokofjev. Was ist er? Sergei Prokofjev. Prokofjev. Nee, Egal. Der hat auf jeden Fall Peter und der Wolf uraufgeführt in Moskau. Warte mal, ich sag's nochmal richtig. Sergei Prokofjev. Prokofjev. Am 2. Mai 1519 stirbt Leonardo da Vinci. Das ist eine traurige Geschichte, Leonardo da Vinci. Bekannt. Traurige Geschichte, aber ehrlich. Ja. Ja. Bekannt, Abendmahl, Mona Lisa. Ja. Bekannte Werke von ihm. Ja, der ist aber über 60 Jahre alt geworden. Ja. Für die damalige Zeit war das ganz schön alt. Leonardo da Vinci. Ja. Und hat sich nicht einmal rasiert in der ganzen Zeit. In den 60 Jahren. Ja. Ja. Leo? Ja. Leo? Ja, also. Hau raus. Ja, genau. Ja. So, was haben wir alles gelernt? Christian hat keine Ahnung von Fußball. Ich habe Ahnung von Fußball. Ja. Du kommst mit total sinnlosen Geschichten daher. Das haben wir gelernt. Ehrlich, ja. Beckham hat Geburtstag und Leonardo ist gestorben. Und Peter und der Wolf. Ja, Peter und der Wolf auch noch. Ja. Tschüss, Jungs, so viel bis morgen.